Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt. Von der aktuellen Landtagssitzung gibt es jetzt ein Interview, diesmal mit Thomas Kemmerich, Chef der Gruppe der FDP im Thüringer Landtag. Drei Tage Tagung, der letzte Tag läuft noch, aber was sind Ihre Favoriten? Was hat der Landtag gut bewältigt? Also es ging oftmals um das Thema Energie. Und das ist natürlich auch eine drängende Frage dieser Zeit. Inwieweit wir die in Thüringen lösen können, bleibt zu fragen. Aber es kommt immer wieder auf den Punkt, erstmal über die Ursachen dieser Energiekrise zu reden und dann über die Beseitigung der Folgen, die Symptome, die wir spüren im Mittelstand, in den Privathaushalten. Die Diskussion nimmt uns ja seit Monaten mit. Und ich merke immer den Widerspruch, dass von der rot-rot-grünen Seite behauptet wird, wir müssen einfach nur Erneuerbare ausbauen. Meist denken die nur an Stromgewinnung, wobei wir heute schon mit dem Strom, den wir haben, nur zur Hälfte den Stromhunger befriedigen können, ob in Thüringen oder in Deutschland. Der restliche Strom entsteht durch immer noch, Gott sei Dank, friedliche Nutzung von Kernenergie, das sollte auch weiter so sein, durch Verstromung von Kohle, durch Verstromung von Gas. Und das ist nicht CO2-neutral, insofern ist die Debatte falsch. Und wenn wir jetzt noch mehr Strom in Elektrofahrzeuge pumpen wollen, wir haben die Diskussion um den Verbrennermotor gehabt, wo die FDP sich sehr dagegen stemmt, dass das durchgesetzt wird, wird das auch nicht dadurch besser. Und die Beseitigung der Folgen wollen wir mit verschiedenen Gesetzen in den Griff kriegen. Wir haben einen Gesetzentwurf gehabt, um die Folgen für Schulen, Universitäten, Kindergärten etc. zu beseitigen. Der Vorwurf da an die Landesregierung, das hätte viel, viel früher passieren müssen. Jetzt ist der Winter durch. Viele sind irgendwie auch durch den Winter durchbekommen, aber es ist ja auch eine schlechte psychologische Haltung, wenn ich das so lange schleifen lasse, bis dieses Problem sich von alleine quasi gelöst hätte. Aber wir sind ja genau dazu aufgefordert, als Politiker die Probleme dann auch zu lösen, auch psychologisch beiseite zu stehen. Ich erinnere nur an Lehman Brothers, wo gesagt wurde, die Einlagen sind sicher. Man hätte sehr schnell sagen müssen, ihr müsst euch keine Sorgen machen um den Fortbestand eurer Schulen, Kitas etc. pp. Das haben wir jetzt, schreiben wir März. Jetzt ist diese Gesetze in den Ausschuss gekommen. Das dauert alles viel zu lange. Die Regierung schläft, kommt ihrer Aufgabe nicht nach. Das nächste ist, dass wir eine Hilfefonds aufgelegt haben zur Beseitigung der Folgen für Unternehmen, für mittelständische Unternehmen. Das ist unheimlich kompliziert, geht über die Steuerberater. Man muss sich als Unternehmen wieder fast nackig machen und erklären, ich bin in einer solchen wirtschaftlichen Not, dass darunter die Bonität leidet. Insofern gibt es ganz wenig Anträge und die Unternehmen stehen alleine da mit den Folgen der von ihnen nicht verursachten Energiekrise, mit den Preissprüngen, die da teilweise auf dem Mittelstand lasten. Und nochmals, auch da ist die Regierung gefragt, dies zu lösen, nicht auszusitzen. Auch hier, naja. Wie hätte man es denn nach Meinung der FDP-Gruppe im Thüringer Landtag besser machen können? Wenn ich Fördermittel, Unterstützung für die Unternehmen zur Verfügung stelle, dann müsste das auch eine leicht erreichbare Frucht sein und nicht so hochgehangen werden, dass ich Leitern brauche, die brüchig sind. Und insofern hätte man erstens ankündigen müssen, dass es schnelle, erreichbare Hilfen gibt und dann auch in Zusammenarbeit mit den Verbänden wie IHKs, Handwerkskammern, Verband der Wirtschaft auch dafür Sorge zu tragen, dass das Geld schnell an die richtigen Stellen kommt. Man verweist aber doch immer auf den Bund, dass der es helfen soll. Erst dann kommt Thüringen. Wir kennen aber schon Fälle von Insolvenzen, von Unternehmen, die aufgeben müssen. Unternehmer und mittelständische Unternehmen, die haben ihre Lebensversicherung aufbrauchen müssen. All das hätte man verhindern können, indem man schnell und relativ unbürokratisch im Oktober geholfen hätte, notfalls auch mit Liquiditätshilfen, also mit zinslosen Darlehen als Liquiditätsunterstützung. Und dann wären die beruhigter durch den Winter gekommen. Auch ein Mittelständler soll mit ruhigem Gewissen und entspannt mal schlafen dürfen. All das vermisse ich. Dann gab es noch eine Fülle an anderen interessanten Themen im Thüringer Landtag. Wir gehen mal ein paar durch oder an. Gestern gab es eine interessante Diskussion, ob Ausschusssitzungen in Kommunalparlamenten wieder öffentlich sein sollen oder nicht. Das Interessantere dabei war dann nach Meinung der CDU-Fraktion im Thüringer Landtags Abstimmungsverhalten. Die FDP hat sich ja bei diesem Beschluss enthalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Dadurch, dass Rot-Rot-Grün und die AfD nun dafür waren, sagt die CDU, ja, siehste, wenn es wichtig ist, dann stimmt man miteinander oder doch mit Hilfe der AfD. Wie sieht denn der FDP-Mann Kemmerich darauf? Also erstmal ist festzustellen, dass es eine Mehrheit für das Gesetz mit Stimmen von Rot, Rot-Grün und AfD gegeben hat. Und bei dem Aufschrei, der existiert, wenn das in anderer Konstellation zustande kommt, dann muss sich derjenige, sprich Rot, Rot-Grün, fragen lassen, der dann immer moralisch die Keule schwingt. Und da haben die überhaupt nicht gezuckt.
diese Mehrheit zu nehmen oder auch darauf zu achten, wie Mehrheiten zustande kommen. Steffen Dittes hat hier im Interview vorab gesagt, naja, die Mehrheit stand aber auch ohne AfD. Das stimmt nicht. Die rot-rot-grüne Fraktionen haben insgesamt 42 Stimmen. Die FDP hat sich enthalten. Das sind dann immer noch 44 Stimmen im Parlament, die dagegen stimmen könnten. Also eine alleinige Mehrheit haben sie auch bei Enthaltung der FDP nicht. Und insofern ist das Wohlfall, was Herr Dittes sagt. Die haben sich die Mehrheit, die ist nur damit entstanden, dass die AfD sich da auf die Seite der rot-rot-grünen Regierung geschlagen hat. Also Sie sagen, der Vorwurf ist durchaus berechtigt. Ja, ich würde... Nochmals, die Rot-Rot-Grünen werden ja der Überzeugung sein, dass sie ein gutes Gesetz gemacht haben. Wir sind anderer Überzeugung, das hätten wir auch zugestimmt. Sehr diffizil, das zu unterscheiden. Aber man hat sich eben bei Rot-Rot-Grün, im Gegensatz zu der moralischen Erhebung, dass, wenn wir sagen, wir haben ja letztens beschlossen, ein Gesetz zur Deregulierung von Spielhallenbetreibern, das hat auch die AfD zugestimmt. Da bin ich ja wieder empört gefragt worden, wie man denn sowas machen kann. Auch da habe ich gesagt, das war eine gute Idee, ein gutes Vorhaben insbesondere für die mittelständische Unternehmerschaft, die sich dort bewegt. Wenn die AfD einem guten Vorschlag doch zustimmt, dann können wir den nicht zurückziehen. Deshalb verstehe ich dann die Aufregung von Rot-Rot-Grünig an der Stelle und es hier runterspielen. Das ist reichlich bigott, das ist doppelzüngig. Aber ich habe jetzt von Rot-Rot-Grün nichts anderes erwartet, dass nie Moral nur für sie selber gilt und für die anderen bauen sie halt eine andere Welt. Das Schlimme ist, wenn Realität und Idealismus nicht zusammenpassen, dann ist die Realität falsch bei Rot-Rot-Grün. Das müssen die mit sich selber ausmachen. Wir werden es dem Wähler erzählen im kommenden Jahr und dann soll die Regierung auch ihr Ende haben. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Es handelt ja auch ein bisschen aus Ihrer Sicht, wahrscheinlich auch aus Beobachtersicht. Man sagt mal so, bei der PKK, also bei der Kommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes in Thüringen, gab es ja auch ein Abstimmungsverhalten. Das heißt, der Kollege Bieler ist durchgefallen, trotz Vorabsprachen. Wie sieht denn die Gruppe der FDP darauf? Ja, der Abgeordnete der Linken, Herr Bieler, ist zweimal durchgefallen. Ich kenne keine Absprachen. Jeder ist in seiner Abstimmung auch da frei und in der Kabine erst recht. Und wenn der ein oder andere mit dem Kollegen seine Probleme hat, dann ist das nur mal Ausfluss dessen. Gibt eine Absprache oder es war Vereinbarung, dass jeder da seinen Kandidaten aufstellen kann, aber jeder sollte sich auch vor sich bedenken, wen stelle ich denn da auf? Vielleicht hat die Linke einfach den falschen Kandidaten aufgestellt. Und wenn jetzt wieder vorgeworfen wird von Rot und Grün, jetzt sind wir wieder dabei. Ich erinnere nur an die Haushaltsdebatte, wo dann eine Abwesenheit von CDU-Politikern genutzt worden ist, von Rot-Rot-Grün gegen eine Absprache mit der CDU in der Nacht davor, in der langen Nacht der Messer, dann auch wieder aufgehoben worden ist. Also vielleicht sollte man sich wieder den sportlich fairen Gedanken widmen und diese Moralisierung weglassen und natürlich richtige Kandidaten aufstellen. Lässt das Gutes vermuten auf die nächsten Wochen und Monate, die dem Thüringer Parlament bis zur Wahl bevorstehen? An der Stelle haben wir das schon mal diskutiert. Ich glaube, die Gemeinsamkeiten sind ja erst schon mal innerhalb von Rot-Rot-Grün aufgebraucht. Das hat ja Frau Taubert im letzten Sommer schon mal gesagt, dass sie da keine Projekte mehr sieht, keine gemeinsamen Ziele mehr verfolgt werden. Und das merkt man allenthalben. Und natürlich ist das im Parlament, wo die Mehrheiten so volatil sind, noch schwieriger, jetzt tatsächlich was Zählbares zusammenzukriegen. Ich sage es etwas salopp, aber ich glaube, jeder Abgeordnete ist wirklich angehalten, die Legislatur bis zu dem Ende, wann das Ende noch mal eintritt, so zu nutzen, dass wir was Gutes für Thüringen tun. Und kommen ja auch Gesetze zustande. Wir sprachen über Energiefonds. Es ist halt wichtig, dass wir da was machen, was zählbare Erfolge für die Thüringer Bürger gibt. Dass wir Investitionsstau beseitigen. Wir reden jetzt über Vergabegesetz. Eine Vereinfachung, die ist gestern in den Ausschuss gegangen. Wir wissen, wie die Infrastruktur in unserem Lande aussieht. Wir brauchen Vereinfachung, es muss schneller gehen. Die Konjunktur bricht ein. Die Handwerker sollen sich einfach und unkompliziert an öffentlichen Ausschreibungen wieder beteiligen können. Also es gibt genug zu tun. Ich hoffe, dass sich jeder an den Auftrag der Wähler erinnert, das im Sinne der Thüringer zu tun. Ein anderes Thema ist die Einstellungspraxis, die vom Thüringer Rechnungshof kritisiert wurde, diesmal von der Landesregierung, betrifft natürlich den Thüringer Landtag nur indirekt, aber dann doch direkt. Wie stehen Sie denn dazu? Ist das gerechtfertigt? Der Bericht ist ja jetzt auch öffentlich. Beim letzten Mal gab es ja nur Medieninhalte. Die Kritik ist ja vernichtend. Das kann man ja gar nicht runterspielen. Es wird ja von systematischer, vorsätzlicher
Missachtung oder Nichtbeachtung der Grundsätze der Bestenauslese für die Auswahl für die Kandidaten für Besetzungen im öffentlichen Dienst in regierungsnahen Stellen gesetzt. Ja, bei den Staatssekretären wird 5-mal gesagt, die Einstellung ist nicht gerechtfertigt. Und insofern sind wir als Kontrollorgan der Regierung aufgefordert, das natürlich zum Thema zu machen. Der Bericht des Rechnungshofs, jetzt 29 Seiten, ist auch wieder nur ein Exzerpt. Wir haben heute nochmal über die Presse mitteilen lassen, dass wir gerne den vollständigen Bericht lesen wollen, damit man auch die Hintergründe dessen wirklich offenlegt. Und wer nichts zu verbergen hat, der kann auch offenlegen. Aber gerade Staatsminister Hoff schmeißt Nebelkerzen noch und nöcher. Ja, da kann man nur vermuten, da ist noch mehr dahinter. Und deshalb werden wir nicht müde werden, das parlamentarisch aufzuklären. Aber wir wollen auch mal offen darüber reden. Staatssekretäre, wenn Sie Minister wären, dann werden Sie doch keine Staatssekretärwahl nach Bestenauslese machen. Also die Besten schon. Also ist das nicht ein bisschen unrealistisch zu sagen, das geht? Ich meine, wir gucken ja auch in andere Bundesländer. Herr Schulz, ich würde mir den die Beste suchen, aber mit dem FDP-Parteibuch. Und da haben wir Leute, Spitzenpersonal in Thüringen und auch über Thüringen hinaus. Man sehen Sie, die Linke hat ja kaum noch einen Thüringer als Minister, die man doch nach Thüringen einladen kann oder aus Thüringen gewinnt, die Kriterien, die für jeden Beamten im Freistaat und für jede Beamtin im Freistaat gelten, auch erfüllt. Und den Anspruch muss ich haben. Wenn nicht jemand, gerade auf Lebenszeit vor Beamte, das ist ja eine große Aufgabe, die da vor der Person steht und eine große Belastung auch für die Steuerzahler auf Lebenszeit, wie gesagt, da kann man nicht einfach sagen, nur weil mir deine Nase gefällt, das Parteibuch wir teilen und weil du mein Freund oder Freundin bist, nehme ich dich ins Ministerium ein. Das ist Vetternwirtschaft, das ist nicht zu tolerieren. Dann muss man halt was länger suchen, bis man jemand hat, der, wie gesagt, auch die fachliche Eignung hat. Wir wissen aus dem Bericht, dass Leute auf Posten gesetzt worden sind, wo sie in keinster Weise die Eignung nachweisen konnten. Diese Posten bis heute nicht mehr, zum Beispiel heute gar nicht mehr nachkommen, aber die Bezahlung läuft ja fort. Also in der freien Wirtschaft ist das nahezu Untreue. Und wir werden es, wie gesagt, parlamentarisch, vielleicht auch strafrechtlich aufarbeiten müssen. Und wie soll die Aufarbeitung geschehen? Ja, erstmal nochmals, wollen wir den kompletten Bericht lesen können. Wir werden die Regierung befragen in den entsprechenden Ausschüssen aufgrund der Tatsachen, die wir haben. Und dann werden wir unsere Entscheidungen treffen, ob man, wie gesagt, ein strafrechtliches Gutachten macht. Dem will ich nicht vorgreifen, aber wir wollen wissen, was steckt dahinter und wie ist es juristisch zu bewerten. Wir hören aus der Bevölkerung große Vorbehalte gegen diese Vetternwirtschaft. Mit Recht hat der Bürger da ein Anrecht darauf, dass mit seinen Steuergeldern auch langfristig so gut umgegangen wird, dass es schonend ist und dass die besten Leute im Freistaat für ihn arbeiten. Ja, und der Vorwurf der Vetternwirtschaft ist aus Ihrer Sicht auch nicht zu hoch? Oder nein, bei der Massivität der Vorwürfe, die jetzt aufgrund des Berichtes öffentlich geworden sind, ist es massiv. Und ich weiß, dass das Kollegium, das Direktorium des Landesrechnungshofs die Sache sich nicht einfach macht. Und alle Direktoren haben einheitlich gewotet und haben mehrfach geschrieben, wir systematisch, vorsätzlich, Missachtung der Grundsätze. Und insofern ist das Vetternwirtschaft vielleicht fast noch zu harmlos. Ja. Machen wir mal einen Blick nach außen, nach Berlin. Wurde heute eine Wahlrechtsreform beschlossen, auch mit den Stimmen Ihrer Bundestagskollegen aus der FDP. Ist es wirklich der richtige Weg, wenn Wahlkreissieger nicht direkt ins Parlament einziehen können im Bundestag? Wie meinen Sie das? Also wenn man auf die Situation ja heute schaut, haben wir fast 740 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Nach meinem Dafürhalten das zweitgrößte Parlament nach der chinesischen Volkskammer. Und den Zustand müssen wir beseitigen. Und wenn ich sowas anpacke, provoziere ich natürlich immer Gegenwehr und in Anführungszeichen Verlierer. Wenn ich auf Thüringen und die Freien Demokraten schaue, wir haben zurzeit 2 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Nach dieser Wahlrechtsreform werden wir nur noch einen haben. Also insofern sind wir auch Verlierer. Und das kann man auch beklagen, dass jetzt nur ein Liberaler für ganz Thüringen in Berlin spricht. Und insofern werde ich immer jetzt einen herauspicken können, der sagt, ich fühle mich ungerecht behandelt, weil bei der letzten Wahl wäre ich dabei. Ob er bei der nächsten Wahl dabei wäre, weiß ich auch nicht. Ich glaube, eins ist richtig und wichtig, dass der Bundestag verkleinert wird. Jetzt mit den 630 angenommenen Abgeordneten und dass es jedem Bürger möglich ist, seinen Repräsentanten nach Berlin zu schicken. Ja, aber ist das denn dann so, wenn derjenige, der in einem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, nicht nach Berlin fahren kann? Ja, aber die Regelung ist ja jetzt, dass wenn in einem Bundesland die Zahl der gewonnenen Mandate die Direktwahlkreise unterschreitet,
dann werden die Letzten heraussortiert. Aber es sind ja immer noch genug Vertreter meiner Partei, die ich gewählt habe mit dem Wahlkreiskandidaten in Berlin. Nur nicht der bei mir vor Ort ist, sondern aus dem Nebenwahlkreis. Nochmals, ein Liberaler spricht nur für Thüringen in Berlin. In Bayern reden wir gerade, ob es 39 oder 45 CSUler sind. Das ist natürlich beklagenswert für jeden, den es trifft, beklagenswert für jeden Wahlkreis, den es trifft. Aber irgendwie muss ich den Bundestag verkleinern. Ich glaube, das hat mit Recht der Bürger, die Bürgerinnen in Deutschland missfallen, bis gestört. Und insofern ist ja erstmal, dass eine Regelung getroffen worden ist, endlich gut. Die Vorgängerregierung Merkel hat es einfach nicht angepackt und deshalb ist der Bundestag immer und weiter gewachsen. Zum Thema zurück in den Thüringer Landtag. Was sollte der Landtag bis zum Sommeranfang noch erledigt haben innerhalb dieser unklaren Mehrheitsverhältnisse? Ja, ich sprach eben über das Vergabegesetz, dass wir das vereinfachen. Wir müssen Bürokratie abbauen an allen Stellen, wo es geht. Das ist der große Hemmschuh. Und wir müssen bei der Digitalisierung vorankommen. Wir haben noch Anträge laufen für den Online-Zugang in das Amt. Online-Zugangsgesetz heißt es relativ sperrig. Ich glaube, das sind zwei wichtige Aufgaben, wo wir schnell vorankommen können. Ich weiß noch, heute Morgen erzählt mir mein Sohn, er hat seinen Führerschein verloren. Er hat sich bei der Stadt um einen Termin bemüht, bis Ende April nicht möglich. Und das ist einfach nicht hinnehmbar. Das geht ja für Gewerbeanmeldung, für Autoummeldung. Überall stockt es da. Und wir haben, ich glaube, das war in Ilmenau oder Arnstadt, feiern wir jetzt, dass man einen Pass aus einem Kästchen abholen kann. Das kennen wir auch seit Jahren. Da steht DHL dran und ich mache keine Schleichwerbung, ich weiß. Scancode, da geht das Ding auf. Also wir müssen Digitalisierung wirklich begreifen als Erleichterung, als Fortschrittstreiber. Und da macht die Regierung überhaupt nichts. Ich weiß aus Berichten, da ist Thüringen Bummelletzter, sagt mein Pressesprecher sehr gerne. Und das sollte man schnell aufholen und an die Spitze Deutschlands kommen. Und wie gesagt, bei der Vergabe, da haben wir das restriktivste Gesetz in Thüringen. Das hemmt uns, die Infrastruktur modern zu halten, zu sanieren oder neu aufzubauen. Also wir haben zwei große tatsächliche Baustellen und da ist bis zum Sommer viel zu tun. Thomas Kammerich, Chef der FDP-Gruppe im Thüringer Landtag. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Vielen Dank. Herzlichen Dank.